Hallo Leute und willkommen bei diesem neuen Format. Lasst uns reden über. In diesem Format geht es darum, dass ich level und da irgendwas anderes mache und mit euch über ein bestimmtes Thema rede. Thema heute, Chatspam. Also lasst uns reden über Chatspam. Ja, ich habe mir hier mehrere Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt behandeln werde. Punkt A, was ist Chatspam überhaupt? Dann B, wie sollte man am besten reagieren, wenn man einen Chatspam bemerkt? Punkt C, wieso es sinnlos ist, diese Person tausendfach zu melden? Punkt D, wieso diese Leute sich meist selbst zum Affen machen? Und am Ende noch meine persönliche Meinung über eben diesen Chatspam. Ich würde sagen, wir fangen mit Punkt A an. Was ist Chatspam überhaupt? Nun, der Begriff Chatspam beschreibt hier in Star Stable die Situation, na gut, wahrscheinlich nicht nur in Star Stable, sondern in vielen anderen Spielen auch, die einen Chat haben, wenn andere Leute spammen. Dies kann mit Punkten, Smileys oder auch anderen Dingen gemacht werden, auch mit Buchstaben oder irgendwas anderem. Nun, wie sollte man am besten... Nun, dann kommen wir mal zu Punkt B. Wie sollte man am besten auf sowas reagieren? Das ist ganz einfach. Ich würde am besten einfach diese Leute auf die Ignorierliste setzen. Aber meistens regen sich dann noch andere drüber auf und man hat für sich selbst zwar diese nervigen Spammer zwar beseitigt, aber dafür spammen dann die, die schreiben, man soll aufhören und man wird dann zugeballert mit diesen Nachrichten. Also eigentlich hat das auch nicht viel gebracht. Man könnte dann vielleicht noch schreiben, Leute, das bringt euch doch alles nichts. Wie wäre es, wenn ihr einfach aufhört zu schreiben, dass sie aufhören sollen, sie tun es ja eh nicht. Aber eigentlich macht man damit ja auch nichts besser. Deswegen würde ich vorschlagen, entweder diese Leute auf die Ignorierliste setzen, was dafür führen könnte, dass die Ignorierliste ziemlich schnell voll ist. Oder einfach dafür sorgen, dass man gar nicht gestört wird dadurch. Heißt, entweder offline gehen, Server wechseln oder wenn man jetzt nicht solche Möglichkeiten ergreifen will, am besten einfach den Chat schließen oder keine Ahnung, irgendwas. Dann kommen wir zu Punkt B. Nein, C, Entschuldigung. Wieso ist es sinnlos, diese Leute tausendfach zu melden? Nun, das kann ich euch sagen. Ihr müsst wissen, viele melden diese Leute dann. Ihr müsst wissen, wenn jemand im Chat spammt, sehe ich eigentlich nur, ich melde dich gleich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das sind, keine Ahnung, 5 bis 10 Punkte und danach eine Nachricht, ich melde dich. 5 bis 10 Punkte, eine Nachricht, ich melde dich. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Personen da diese Person nennen, je nachdem wie viele spammen, da melden. Nun, es ist sinnlos, wenn so viele Leute melden. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, ja, aber eigentlich desto mehr, desto besser. Aber eben nicht. Ich meine, viele wissen doch bestimmt, dass der Star Stable Support zurzeit eh überfordert ist. Wenn jetzt aber so viele Leute, bestimmte Leute melden, nur weil sie spammen, macht es das nicht besser. Und der Support wird eigentlich nur mehr überfordert. Und Leute, die auf eine wirklich wichtige Antwort vom Support warten, die müssen eigentlich nur noch länger auf eine Antwort warten, weil sich der Support erstmal um die ganzen anderen Nachrichten kümmern muss. Heißt, wenn ihr doch schon seht, da haben schon so viele geschrieben, ja, ich melde dich gleich, dann ist es doch, diese Personen zu melden, eigentlich nur noch sinnlos. Natürlich, melden ist nichts Schlechtes, will ich auch hier gar nicht sagen. Ich will hier auch gar nicht sagen, dass ihr diese Person nicht, dass man eine Person nicht melden darf, nur weil sie jetzt gegen die Regeln verstößt. Starstar hat bestimmte Richtlinien. Wer diese nicht einhält, hat sie eigentlich nicht anders verdient, als dass man diese Person meldet. Aber wäre es nicht ein bisschen übertrieben, diese Person zu melden, wenn sie schon von so vielen anderen Personen gemeldet wurde? Ich muss euch das so vorstellen. Ihr sitzt da, seid bei Starstar angestellt und arbeitet beim Support, für den Support, weiß gerade nicht, wie ich das bezeichnen soll, ehrlich gesagt. Und ihr müsst da, keine Ahnung, 20 Mal die Nachricht öffnen, ja, die und die Spieler, sagen wir mal, irgendeinen Fantasienamen, den sind es da so, glaube ich, Brunhilde, Water, Stein.
Die Brunhilde Waterstein hat in Star Stable den Chat voll gespammt. Und da es den Namen nicht gibt, habe ich gerade übrigens niemanden beleidigt. Ich bin nämlich klug. So, jetzt denkt man sich, okay, werde ich weiterreichen. Öffne mal die nächste Nachricht. Die Brunhilde Waterstein hat gespammt, denkt man sich. Ich melde, ja, okay, reiche ich weiter. Nächste Nachricht. Brunhilde Waterstein hat gespammt. Und das häuft sich. Diese Leute werden dann nur noch diese Nachricht öffnen. Und die haben es ja schon beim ersten Mal wirklich kapiert. Ich meine, es ist ja nicht so, als würden die die erste Nachricht öffnen. Ja, die Brunhilde Waterstein hat gespammt. Okay, dann machen wir so. Da passiert nichts. Dann beim zweiten, okay. Jetzt habe ich schon zweites Mal gespammt. Und beim dritten Mal passiert dir dann erst was. Das ist ja eigentlich, das wäre sinnlos. Vor allem, es gibt ja viele wirklich, die warten ja darauf, dass der Support den antwortet, wegen weitaus wichtigeren Dingen. Und dann kommen die, die diese Spieler melden, und dann ist der Support ewig damit beschäftigt. So, dann kommen wir jetzt zu Punkt D, und zwar, wieso diese Leute sich selbst zum Affen machen. Tja, ihr müsst euch vorstellen, da sind, keine Ahnung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das kleine Kinder sind, weil die haben meistens schon ziemlich gute Rechtschreibung, wenn sie jetzt was Normales schreiben. Deswegen sage ich mal so 10 bis 16, 17, 18-Jährige. Sagen wir mal einfach so Jugendliche, so 10 bis 18-Jährige. Muss ich jetzt nicht erklären, warum ich das jetzt einfach nur auf die Jugendlichen beziehe. Das ist also ein Jugendlicher, der weiß Gott wie alt ist, vom PC und findet es lustig, Leute zu nerven, indem er den Chat mit Punkten vollspammt. Ich will hier auch gar nicht sagen, dass ich es selbst nicht mal lustig finde, ein paar Leute zu provozieren oder zu nerven. Aber dies mache ich dann folgendermaßen. Keine Ahnung, ich reite zu denen hin, frage sie mit schlechter Rechtschreibung irgendwas und das, gut, für viele ist es dann schon ein kleiner Abfuck, aber viele nehmen es mit Humor. Oder so. Und wenn, besonders wenn man denen danach sagt, ja, sorry, ich hatte Langeweile, die meisten nehmen es mit Humor. Und man hat in dem Moment auch eigentlich nur eine Person mehr oder weniger genervt. Vor allem alle, bei denen ich das bis jetzt gemacht habe, haben es mit Humor genommen, außer eine. Also. Aber wenn man jetzt mit Punkten oder weiß was, weiß der Teufel was, im Globalchat spammt, dann ist das doch nicht mehr witzig. Dann fühlen sich diese Spieler wirklich genervt. Und mich würde das auch nerven. Mich nervt ja auch. Ich möchte euch nur mal jetzt kurz was zeigen. Stellt euch mal vor, ihr braucht wirklich ernsthaft Hilfe. Keine Ahnung, ihr findet irgendwas nicht oder ihr, keine Ahnung, braucht Hilfe bei irgendeiner Quest oder so. Dann wollt ihr im Globalchat fragen, weil da einfach mal die meisten Spieler sind, zumindest zu manchen Zeiten. Aber euch antwortet einfach keiner, weil so viele mit Punkten spammen, dass eure Nachricht völlig untergeht. Also, und da frage ich, wo ist das noch witzig? Und vor allem, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Und vor allem, wenn da die meisten sagen da noch, ja, habt ihr keinen Humor oder irgendwie sowas. Ich denke mir so, doch, ich habe Humor, aber sowas ist nicht mehr witzig. Deswegen, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass da wirklich welche sitzen und sowas lustig finden, andere zu nerven. Obwohl, da kenne ich sogar jemanden echt, der das lustig findet. Deswegen, eigentlich machen sie sich nur selbst zum Affen und ja. Und unser Punkt E und somit unser letzter Punkt, was eigentlich ich nicht mal als Punkt gekennzeichnet habe, aber ich trotzdem als Punkt bezeichnet habe, ist meine persönliche Meinung zum Thema Chatspam. Erstens, diese Leute, die Chatspam betreiben, ich verstehe euch nicht. Ihr spammt den Globalchat so zu, da ist dann nichts aus euren Punkten, Buchstaben oder sowas zu sehen. Ihr macht euch unbeliebt und habt eigentlich, fühlt euch cool oder ich weiß nicht, warum? Ich finde auch sowas überhaupt nicht lustig.
Chat-Spam ist halt einfach für mich sinnlos und sollte auch mit einer Chatsperre bestraft werden. Ich bin eigentlich die Letzte, die sagen würde, dass man irgendwas mit Chatsperre bestrafen sollte. Aber da ich eine bin, die schon mal Chatsperre hatte und genau weiß, wie mies das ist. Nun, aber wenn jetzt jemand die ganze Zeit spammt, dann finde ich es eigentlich nur gerecht, wenn diesem dann eine Lehre erteilt wird, indem dieser jemand Chatsperre hat. Obwohl eigentlich Chatsperre für die nicht wirklich eine Lehre sein dürfte, so, keine Ahnung, 2 Tage Account weg, würde es, glaube ich, auch schon tun. Aber ich möchte jetzt nicht nur auf die hetzen, die Chatspam betreiben, sondern auch über die, die sich permanent darüber aufregen. Leute, es bringt nichts, wenn ihr euch darüber aufregt. Das ihr spammt damit nur selber. Deswegen, keine Ahnung, tut ihr auf die Ignorierliste, wechselt Server, macht den Chat zu, geht offline. Aber spammt doch nicht den Chat noch zusätzlich zu. Zumindest meiner Meinung nach bringt das so überhaupt gar nichts. Ich finde jegliche Arten von Chat-Spam unnötig. Und damit meine ich auch die Schreiben, dass man aufhören sollte. Egal welche Art von Chat-Spam, beides ist unnötig und sinnlos. Und es nervt beides. Und egal wie man spammt im Chat, man ist nicht besser. Wenn man jetzt mit Punkten spammt, ist man nicht besser wie die, die mit Hör auf spammen und auch andersherum. Das ist einfach, man ist auf gar keiner Weise irgendwie besser. Und es ist auch nicht witzig und meiner Meinung nach halt einfach sinnlos. Und vielleicht findet es einer von euch lustig, dann erklärt mir mal, was daran lustig ist oder so. Oder schreibt mir auch, warum ihr euch immer darüber aufregt. Für die, die sich drüber aufregen oder so. So, das war's dann von meinerseits. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann auf Wiedersehen. Tschüss.